Jo, meine lieben Freunde, also ich habe ja hier erstmal, bin ich hier bei der Drachenöde Quest abgeben, weil es ja schon wieder viel passiert. Wir gehen jetzt nach Azul-Nerub und ja, wir haben also noch Burg Utgarde noch einmal gemacht und waren auch in 5 Minuten fertig. Also das war einfach eine total kranke Gruppe. Und Bolo ist jetzt 71, wir haben gesagt, wir machen in der Drachenöde weiter. Das machen wir auch, aber jetzt sind wir ja gerade eben noch Toll, ich kann in... den Quest von diesem Arsch gar nicht annehmen. Nicht? Nö. Oh. Dann Geht wohl erst ab 72, die geht das wohl Quest. erst ab 72. Ja, ich bin nämlich halt seit schon 72. Egal, wir können ja off-air nochmal reinrennen. Ist ja nicht so wild. Ist ja nicht so Ja. wild. Ja, alleine Oh. schon wegen Ruf ist ja ganz cool hier. Eben. Bodo hat sich auch einen neuen Rufding geholt. Ich kann eh keinen Schaden machen, weil die anderen sind eh viel zu krank drauf. Ich hab auch in der Burg Utgarde mehr zugeguckt, als was getan. Ja, so sehr ich wollte, es ging einfach nicht. Und ja, wir waren halt so schnell durch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt boreanische Tundra, ist dann auch fertig. Also haben wir alles abgegeben und wollen jetzt eben in der Drachenöde weitermachen. Da haben wir ja auch eine Standardquest bekommen. Weil mit 71 ist definitiv besser. Sag mal, wollen wir nicht hier gleich wieder alles pullen? Könnten wir eigentlich, ne? Der Hunter, unser Hunterus macht eh so viel Schaden, dass er. Das ist lächerlich, wie viel Schaden er macht. Ich fand den Boss immer sehr cool, diesen Torwächter. Man Ihr konnt. musste, aber pass auf, man musste doch alle Trash-Mobs vorher töten, weil er ansonsten die Trash-Mobs so stark macht, der Boss, dass sie irgendwann nicht mehr zu töten sind. Kannst du dich erinnern? Ja, der den ich einfach irgendwie gefressen und wurde. Oder andersrum, er hat sie gefressen und wurde immer mächtiger, aber irgendwie war der Boss so, dass er irgendwas mit den Trash-Mobs gemacht hat, dass es dann irgendwann so schwer geworden ist, dass man die quasi nicht mehr töten konnte. Hier gibt es ja gar keinen Ruf. Doch, doch, gibt's schon. Ja? So, schauen wir mal. Ich zünde gar nicht erst alles, weil bis zum nächsten Bringt Boss eh nichts. in 3 Minuten. 6,6k Crit im Übrigen mittlerweile, also ich kann froh sein, wenn ich ein bisschen Schaden mache. Das ist so lächerlich. Wie stark man in Nordend ist. Diese Non-Heroes sind einfach so. Andoraks Horde war auch immer sehr cool. Ja, da müssen wir unbedingt nochmal reingehen, weil sonst bin ich bei 2 Level vor dir und das ist Quatsch. Ja. Das ist Käse. So, da unten wartet dann der nächste. Kommt so eine Riesenspinne, die ist noch da unten. Da unten seht ihr sie schon. Und da gab es auch irgendwie einen rechten lustigen Erfolg, aber wie gesagt, die Erfolge waren ja alle erst Hero. Da musste man dann irgendwie den töten, bevor er die Wände zugesponnen hat. Ja, Irgendwie bevor er sowas. ganz oben angekommen ist. Ja, genau. Völlig kranke Scheiße einfach nur. Also die normalen Gegner bringen mir hier, glaube ich, keinen Ruf, wenn ich das richtig sehe. Nee. Ist richtig. Ja, ist auch schon wieder. Gegner sind hier fast schon ein bisschen Bello? zu mächtig für mich. 74, So, die Spinne da. kommt hoch, ihr seht selbst. Da und der Krieger hat auch direkt Bock, dass wir den vorher schon töten. Jetzt zünde ich mal. Hat er den jetzt angegriffen? Ja, ich Ja, glaube. ja. Also das wäre quasi der Erfolg. Aber, ne, Non-Hero zählt ja nicht. So eine Riesenspinne, ey. Absolut lächerlich eigentlich. Aber der heilt sich ja immer wieder. Man musste doch vorher Ja, noch oben. weil er die Typen frisst. Ja. Deswegen ist es ja auch ein Erfolg. Ja. Ja, aber es ist doch Blödsinn, dass wir das jetzt hier im Non-Hero machen. Hat er die Wand jetzt nicht auch zugekleistert? Nee, hat er nicht. Nee. Und der ist auch tot. Ja, aber wie gesagt, den Erfolg gibt's nicht, weil es halt Non-Hero war. St
Der starb, mein Freund. Der starb. Und da ist er. Lebensstaub des Spinnenbaus. Ich verzichte ein bisschen auf Tempo, aber dafür mache ich nochmal um einiges mehr Schaden. Jawohl. Alter Verwalter. Ja, spart ein bisschen Zeit jetzt hier, wenn man den Weg dann gehen kann. Ja. Also gut, dass wir das gemacht haben. Nur noch 200, dann habe ich Sturmwind auf ehrfürchtig. Das ist schön. So, hier kann man einfach runterjumpen, man stirbt nicht, weil da unten Wasser ist. So, ja, man sollte vielleicht ganz runterspringen. Ja. Also, da passiert nichts. Kann ich sterben. So, ich pull hier schon mal, wa? Nee, sind ja keine, sind ja nicht so. Sind wir eigentlich die Einzigen, die hier runtergesprungen sind? Ganz liebe Spinnen. Ja, ja, die haben da oben irgendwie anderes zu tun. Nee, die sind einfach nur langsam. Ja, die halten einen voll auf, also. Ja, ich finde die Gruppe auch ziemlich schwach, also. Ja. Viel zu langsam. Auch so, der Verräterkönig ist da unten. 4,2k DPS nur, ist echt ätzend. Ja. Sogar aber ich hab mehr. Schau, dabei? Ich hab mehr. Das ist lächerlich. Ja, der Pala ist der Heiler, oder? Ja, ja. Macht ja auch Schaden, das ist ja ätzend. Wenn ihm so langweilig ist, oder was? Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Mensch, endlich mal ein Dungeon, wo ich wenigstens dir noch ein bisschen das Wasser reichen kann an Schaden. So, der Boss war immer witzig, der gräbt sich immer ein. Ja, stimmt. Der zögert sich selbst quasi hinaus. So, erst angreifen, wenn alle drin sind, weil ansonsten haben wir ein Problem. Ach so, der... Oder ist das nur im Hero so? Nee, glaub, jetzt ist er draußen. Aber er ist Hunter. Es ist völlig egal, ob der draußen oder drin steht. So, jetzt gräbt er sich, wie gesagt, ein. Dann kommen irgendwie so zwei groß-kleine Spinnen. So ganz kleine kommen und die hier, die Wächter. Und sobald die alle tot sind, dann kommt der Boss wieder raus. Ich glaube, das macht er auch nur einmal noch, oder? Ja, so schnell wie wir den down kriegen, ja. Eigentlich sollte er da raus, aber das ist dem Krieger halt gar nicht. Völlig egal. Also so endlich mal ein Boss mit Movement quasi. Aber es interessiert ihn einfach nicht. Who fucking cares? Ja, schon traurig, dass wir sagen. Der Jäger freut sich wahrscheinlich, weil er jetzt da draußen Schaden rausklotzen kann, wie blöd, ohne Akku zu ziehen. Ja. Oh, das war's. Also. Ja, ich sag's mal so, Bodo. 7,5 Minuten haben wir für die Inni gebraucht. Das ist doch nett. 7,5 Minuten. Gab aber auch nur 15% EP, also. Naja. Ja, die ist halt echt kurz, die Inni. Die ist wirklich krank kurz. Jo, ich gehe da mal wieder raus, würde ich sagen, ne? Jo, mach ruhig. Wie komme ich jetzt da runter? Ich muss da irgendwo Quests abgeben. Ach so, bei der. Ah, das ist neu. Kenne ich nicht. Bei der kann ich alle abgeben. Da geht Crit-Wert runter. Stehe ich nicht so drauf. Da geht Crit-Wert hoch. Da stehe ich drauf. Und hier passiert gar nichts. Ja, ich habe 29% von 72. Da sollte man definitiv nochmal rein, wenn du 72 bist. So, ich wollte die Quest wollte ich eigentlich abgeben und eine neue annehmen, ja. Der Bodo und ich, wir haben gesagt, wir treffen uns hier in der Drachenöde. Jetzt ist nur die Frage, wo kriege ich denn jetzt eigentlich von denen? Jetzt
sowas wie den Wappenrock her? Geben die mir den einfach so? Oder muss ich da erst... Kann sein, dass du da erst einen gewissen Ruf brauchst. Freundlich werden. Um den Wappenrock zu kriegen. Ja, also ich muss jetzt hier auf dem Bodo warten. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, ich fliege hier noch durch die Gegend und versuche Quests abzugeben. Okay. Jetzt bin ich bei Sturmwind ehrfürchtig. Da ist der Rüstmeister, guck mal. Und er verkauft mir den Wappenrock ab. Er hat gar keinen Wappenrock. What? Warum hat er keinen Wappenrock? Ach, weil ich nicht bei den Kaluak bin, kann das sein? Ach, ist doof. Nee, dann geht das nicht. Dann muss ich mir den Wappenrock woanders holen. Ja, ich will jetzt bei denen ja auch nicht ehrfürchtig, wenn mal erstmal Sturmwind und Gnomeregan und Eisenschmiede wären erstmal praktisch. Ich dachte mir jetzt eigentlich eh, dass ich jetzt noch durch die Gegend fliege. Und erstmal für den Bodo schon mal Quests sammeln. Wobei jetzt, wo ich 72 bin, naja, ist ja egal. Du gibst jetzt gerade in der Tundra ab? Ich gebe jetzt gerade Quests ab, ja. Oder machen wir einfach mal wieder einen Pokémon-Kampf? Müsste ich den nicht eigentlich auch töten für ein... Meisterzähmer? Den kann ich nicht töten. Das heißt, ich muss... Wie viel Prozent hast du jetzt? 29. Boah, das heißt, du hast über ein ganzes Level mehr als ich. Ja gut, wie gesagt, ich habe jetzt aber auch Azul Nerob gemacht und das waren Quests mit 45.000 EP. Das ist hart. Ja. Naja, und du hast die Quest hier schon abgegeben. Und ich habe alle Quests abgegeben, ja. Das kommt auch noch dazu. Hier beim Vairuben-Tempel, da gab es früher auch nie einen Flugmeister. What the fuck ihn hier ab? Wo soll denn der sein? Hier? Also kaum. Ja, keine Ahnung, hier irgendwo, aber ich sehe hier nichts. Ist mir auch egal, ich will den ja auch eigentlich gar nicht, weil hier gibt es keine Quests. Ich wollte darüber Quests sammeln, damit der Bodo nicht rumfliegen muss. Und ab ins Wasser. Du sollst nicht planschen, du sollst Quests abgeben. Mach ich doch. Aber hier auf dem Meeresboden ist ein Kobaltvorkommen. Ne. Stimmt, du musst ja deine Schulden abbezahlen, wa? Ja, richtig. Aber erstmal muss ich Juve hochbringen. Ja, Alchemie. Ist mir ja schon zu blöd. 414. Da hänge ich gerade so ein bisschen. So, Drachenröde, feste Wintergarde. Da will ich hin. Da gibt's auch den guten Greifenmeister. Die eigentlich natürlich total überflüssig sind, wenn man Level, wenn man fliegen kann. So, aber hier gibt's eine Quest und die sammle ich jetzt noch. Da ist er ja auch schon. Man geht eigentlich Dunkelmondjahrmarkt auch nächste Woche. Ja, geht's wieder los. So. Naxxramas! Können wir ja eigentlich jetzt schon gehen, ne, weil... Schön wär's. Sind so OP. Das waren schöne Zeiten. Ja. Ich teile mal. Oh, geht nicht. Du ver... Ja... Täglich, ja, von mir aus. Viel hast du jetzt nicht, aber ich hab dir jetzt mal gegeben, was ich konnte. Nur weil du so viel vorarbeiten musst. Ja, ist halt scheiße. Ich mach da mal einfach auf Erkunden. Hey, Crank hat sich zum 9. Geburtstag auch mal eingeloggt. Der geht noch bis... Oh, der geht ja noch recht lang. Eine ganze Woche noch. Ja, unsere Chance, hier mit dem neuen Dingsbums richtig viel zu erreichen. Ich erkunde jetzt einfach noch ein bisschen, bis der Bodo soweit ist.
dann questen wir so ein bisschen und kann sein, dass wir euch dann zum nächsten Dungeon wieder dazu schalten. Mal gucken. Ciao, ciao.